Damals gab es sehr viele Skandale. Skandal. 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 Wenn das breite Publikum etwas gut findet, dann muss es noch lange nicht gut sein. Also in unserem Stück geht es auch um die Verführung der Massen und die Leichtgläubigkeit der Menschen. Und auch das allein, finde ich, ist ein Skandal. Also ich finde, der größte Skandal in dem Stück ist eigentlich die Bücherverbrennung an sich. Weil die war ja 1933, also im Mai 1933, und da war Hitler ja gerade mal ein paar Wochen an der Macht. Das ist halt der Unterschied zwischen damals und heute, denn damals war das die Ansicht der Menschen ganz anders in politischen Sichten und es wurde anders gehandhabt. Und dass da schon so viele Leute bereit waren, ihre eigene Meinung zu vereinheitlichen und Kritik auszumerzen, indem sie einfach die Kritiker verbrannt haben, das ist schon... Also ein ziemlich großer Skandal, finde ich. Ich finde, aus dem Stück kann man so ein bisschen lernen, dass man halt nicht immer das gut finden sollte, was alle gut finden. Ich denke, dass man daraus lernen kann, dass die Meinungsfreiheit ein wichtiges demokratisches Gut ist. Also mir hat die Recherche über die Autoren sehr viel Spaß gemacht. Welche Werke sie geschrieben haben, wie sie das gemacht haben. Auch wie unterschiedlich die Werke waren. Manche waren eher kritischer, manche lustiger, wie zum Beispiel bei Ringelnatz. Ringelnatz mit seinem Stück und auch anderen ähnlichen Stücken war, also ist heute auch noch sehr eklig und seltsam für das Publikum und den Zuschauer. Also ich fand es faszinierend, dass das Leben der Autoren dadurch, dass ihre Schriften verboten wurden, so beeinflusst wurde, dass sie viele Dinge, die sie sonst getan haben, nicht mehr tun wollten und fast gar nicht mehr leben wollten. Mich haben die Schicksale der Autoren sehr berührt. Sie hätten noch so viel schreiben können, aber die Diktatur hat sie gebrochen. Ich finde einfach auch die Parallele erschreckend, die man zur Gegenwart ziehen kann. Wenn man sich heute mal totalitäre Systeme anschaut, sieht man ja dasselbe, was damals im Nationalsozialismus auch passiert ist. Einfach, dass sie ihre intellektuellen Gegner, die etwas gegen das Regime veröffentlichen wollten, relativ früh vernichten wollten. Und das finde ich einfach auch erschreckend, wie man das an unserem Stück, an der Bücherverbrennung auch sehen kann. Was ich auch sehr interessant fand, dass sehr wenige Leute eigentlich wissen, dass es diesen großen Skandal Bücherverbrennung, dass der überhaupt stattgefunden hat und dass es eben noch immer kein Mahnmal gibt. Thank you.
darüber ein junger Herr im Helm, der Kaiser. Der Kaiser selbst sah nur sich und seine Leistung. Tiefer Ernst versteinerte seine Züge und sein Auge blitzte über die Tausende der von ihm Gebannten. Ihm nach! Ihm nach! Dem Kaiser nach! Anna Blume, Anna, A-N-N-A. Ich bin
so gut. Was spielen wir? Soll die Welt lieben? Wie die hat Anna? Wer die Welt liebt, ist sein Vaterland. Und du herrlichste von allen. Es gibt kein Mensch, von allen, dass Menschen singen können und gegeneinander singen. Man lässt doch auch nicht Lokomotiven gegeneinander fahren. Es setzt einer, das setzt wieder da. Wir kämpfen vereint. Wir siegen vereint. Wir alle haben nur einen Feind. Der Mond. Yay, der herrlichste von allen. Baut leise und steigt ihr Mond aufs Dach. Geht doch, lasst die Dächer der Menschen heilen. Anna Blume! Yeah.
Ja, und ja. Nun will ich Abzählreime. Ja? Stachos, Kios, Chaos, Kies, Spinne, Speise, Scheiße, Schieß, Sex, Wille, Fantasie, Fische haben nie ein Knie. Ich will noch einen. Ritze, Wotze, Ringelwachs, zwei Mietze, Schwein, ein Kunstkopf, mein Großpapa. Heißt Lali. Lali, der wird es nachts ganz lieber. Ja, sehr schön, ja. Kinder. Einer von euch darf sich schämen, bis nachts vor dem Vaters Schreibtisch eine alte Zeitung oder ein Briefpapier zu nehmen und dieses in den Nachttopf zu tauchen. Man kann natürlich auch noch ein paar Popel hinzufügen. Alles wird in so einem großen Kloß geformt und an die Decke geknallt. Und das Beste ist, diese Klöße bleiben minutenlang dort oben kleben. Verderblich! Absolut verderblich! Das ist doch nichts für Kinder! Gereimte Spartakusbomben! Schweinetruppäusi! Gemeine Toten! Kulturvandalismus, jüdische Oberhändler, da gibt's doch gar keine Kulturempfindung! Du! Meine neunte, letzte Symphonie. Wenn du das Hemd anhast, mit rosa Streifen. Komm, wie ein Cello zwischen meine Knie. Und lass mich zart in deine Seiten greifen. Lass mich in deinen Partituren blättern. Sie sind voll von Händel, Graum und Tremolo. Ich möchte dich in alle Winde schmettern. Du, oh du meine Sehnsucht. Drei gestrichenes. Oh. Lass uns durch Oktavengänge schreiten. Das Furioso, bitte noch einmal. Oh, Furioso. Darf ich dich mit der linken Hand begleiten? Doch bei Crescendo etwas mehr Pedal. Deine Klangfigur, die Akkorde und der Synkopen, rhythmischer Kontrast. Nun schließt du deine Lieder ohne Worte. Sag einen Ton, falls du noch Töne hast. Kulturbolschewismus, jüdische Propaganda, Vergiftung deutschen Kulturempfindens. Frivol. Widerlich. Ein Skandal. Der Mann muss entlassen werden. Ja, aber seit Kästner liest man wenigstens wieder Gedichte. Kulturbolschewismus, jüdische Propaganda, Vergiftung deutschen Kulturempfindens. Herr Valentin? Und wer sind dann Sie? Ich starte Oskar Maria Graf, Provinzschriftsteller. Und von was lebt jetzt so ein Provinzschriftsteller? Im Augenblick schreibe ich an meinem Werk Kalendergeschichten. Es wird 50 Erzählungen enthalten. Aber es könnten genauso gut 100 sein.
denn ich erfinde nichts. Alles beruht auf wahren Begebenheiten, die durchwegs dumm, sinnlos und völlig unfantastisch sind. Man muss das Gewöhnliche, das Alltägliche nehmen, sonst wird alles untypisch. Ja, und Sie? Ich baue jetzt ein Panoptikum. Ein Panoptikum, hochoriginell und humoristisch ausgestattet. Mit Verbrechergalerie, kleinem Irrgarten, Folterkammer, etc. pp. Ich bin ja eher fürs Gemütliche. Deswegen bin ich auch radikaler Pazifist geworden. Dieser fürchterlich kalte russische Winter im Krieg da draußen, das war schon die höchste Ungemütlichkeit. Das Allerekelhafteste an dieser Kriegsführerei aber ist ihre Gefährlichkeit. Da wird man ja tatsächlich erschossen, habe ich mir gedacht. Ich frage mich bloß, wer dazu Lust hat. Für was und für wen denn eigentlich? Der Russe da drüben, der hat mir doch überhaupt nichts getan. Und ich ihm auch nicht. Warum soll ich ihn dann erschießen? Das ist doch die reinste Menschenschinderei. Voll Teufel, dass man sich sowas anhört. Du dreckiger Drückeberger, aufgehängt gehörst du. Du Lump, du. Ja, wie kommt denn so ein Wotan-Deutscher hierher? Kennt ihr den? Wie heißt der überhaupt? Und was macht er? Hüttler oder Hülscher soll er heißen. Das Arschloch. Kunstmaler ist er. Ich darf mich zu Ihnen setzen, Herr Graf. Ich bin ein großer Freund Ihrer Literatur, müssen Sie wissen. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee trinken? Zählen Sie nur Bier und der Brezen, bitte. Sehen Sie, Herr Graf, dann zeigt es sich doch wieder einmal, dass der Nationalsozialismus nicht nur zur Erhaltung, sondern auch zur Ernährung des deutschen Volkes dient. So, so. Es gab einmal eine Zeit, in der das gesamte deutsche Volk von der Existenz einer Lammbrezel noch nicht die geringste Ahnung hatte. Kennen Sie nur zwei Bier und zwei Brezel? Ich wusste, was es bedeutete, einen unmächtigen Kampf, um die deutsche Lammbrezel auf mich zu nehmen. Aha. 14 Jahre lang habe ich gekämpft. Und Gott, der Allmächtige, wollte es, dass ich wie immer als Sieger hervorging. Das ist mir jetzt noch überhaupt nicht aufgefallen. Die deutsche Lammbrezel ist nicht nur gesund, sie ist auch bekömmlich. Den deutschen Arbeiter, dem deutschen Bauern, den deutschen Studenten und nicht zuletzt gedenke ich der deutschen Frau, der deutschen Mutter. Das ist jetzt interessant, das Leben meiner Mutter, so heißt er, mein Hauptwerk. Parteigenosse Dr. Oels hat schon bei seiner großen Propagandarede auf der Hochzeit zu Kanaan die Bedeutung der deutschen Lammbrezel hervorgehoben. So, so. Und somit ist es ehrenpflicht sämtlicher nationalsozialistischer Gruppen und Formationen, sich in Zukunft nur von der deutschen Lammbrezel zu ernähren. Das ist interessant. Und dann wird sich auch endlich der Katholizismus zur deutschen Lammbrezel bekennen müssen. Aber nun recht. Hier heißt es biegen oder brechen. Brezel heil! Brezel? Heil! Brezel! Heil! Brezel! Heil! 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 Ja, ja, ich gehe. Ja, und wollen Sie gar nicht zahlen? Nein, nein, Sie zahlen. So eine Unverschämtheit. Und sowas nennt sich der Künstler. Sie charakterloses Subjekt. Ja, glauben Sie vielleicht, dass ich mir Ihren Blödsinn hier stundenlang umsonst anhören kann? Kostenlos. Gut, gut, dass der Edison Chorjud war. Sonst müsste man jetzt wieder Petroleum nach Brot zünden.
Klassenkampf und Materialismus, für Volksgemeinschaft und idealistische Lebenshaltung. Ich übergebe den Flammen die Schriften von Karl Marx. Gegen Dekadenz und moralischen Verfall, für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe den Flammen die Schriften von Heinrich Mann und Erich Kästner. Die Eigenschaften des Untertans sind die, worauf das Reich gegründet war. Sie machen nicht den Menschen aus, nur den Untertan. Das mechanistische Kaiserreich hatte die Atmosphäre, die es verdiente. Sie erschuf sich eine Ideologie des Bösen. Da war eine Mehrheit von Schwachen, so leicht zum Guten zu haben wie zum Bösen. Und durch die Umstände begünstigt, redeten Wortemacher und Nutznießer ihr das Böse an. Seht zurück auf jene jahrzehntelange, widernatürliche Aufgetriebenheit des nationalen Willens. Könnt ihr es noch glauben? Ein ewig dauernd Herrenvolk verlangen sie von euch, schlechten grauenvoll. So kam der Krieg. Und im Jahre 1933 wurden meine Bücher in Berlin auf dem großen Platz neben der Staatsoper von einem gewissen Herrn Goebbels mit düsterfeierlichem Pomp verbrannt. 24 deutsche Schriftsteller, die symbolisch für immer ausgetilgt werden sollten, wie vertriumphierend beim Namen. Ich war der Einzige der 24, der persönlich erschienen war, um dieser theatralischen Frechheit beizuwohnen. Ich stand vor der Universität eingekeilt zwischen Studenten in SA-Uniform, den Blüten der Nation, sah unsere Bücher in die zuckenden Flammen fliegen und hörte die schleimigen Tiraden des kleinen, abgefeimten Lügners. Begräbniswetter hingen über der Stadt. Gegen Verfälschung unserer Geschichte und Herabwürdigung ihrer großen Gestalten, für Ehrfurcht vor unserer Vergangenheit. Ich übergebe den Flammen die Schriften von Joachim Ringelnatz. Es war einmal eine Schnupftabakdose. Die hatte Friedrich der Große sich selbst geschnitzt aus Nussbaumholz. Und darauf war sie natürlich stolz. Da kam ein Holzwurm, angekrochen. Er hatte Nussbaumholz gerochen. Da erzählte die Dose ihm ganz lang und breit von Friedrich dem Großen und seiner Zeit. Sie nannte den alten Fritz generös. Da wurde der Holzwurm aber nervös und sagte, während er zu bohren begann: Was geht mich, Kaiser Friedrich, der Große, an? Gegen dünkelhafte Verunzug der deutschen Sprache, für Pflege des kostbarsten Gutes unseres Volkes. Gegen Frechheit und Anmaßung, für Achtung und Ehrfurcht vor den Unsterblichen. Deine Kulturkammer für Kraft und Volk? Ha?
Auch ich bin ein Idiot. Und ich kann es beweisen. Ich habe also mein Heil, meine Arbeit und was am schlimmsten ist, die heimatliche Erde verlassen müssen, um dem Konzentrationslager zu entgehen. Die schönste Überraschung aber ist mir erst jetzt zuteil geworden. Laut Berliner Börsenkurier stehe ich auf der weißen Autorenliste des Neuen Deutschlands. Und all meine Bücher, mit Ausnahme meines Hauptwerkes Wir sind Gefangene, werden in Polen. Ich bin also dazu berufen, einer der Exponenten des neuen deutschen Geistes zu sein. Vergebens frage ich mich, womit ich diese Schmach verdient habe. Das Dritte Reich hat fast das gesamte deutsche Schrifttum von Bedeutung ausgestoßen, hat sich losgesagt von der wirklichen deutschen Dichtung, hat die größte Zahl seiner wesentlichsten Schriftsteller ins Exil gejagt und das Erscheinen ihrer Werke in Deutschland unmöglich gemacht. Nach meinem ganzen Leben, nach meinem ganzen Schreiben habe ich das Recht zu verlangen, dass meine Bücher der reinen Flamme des Scheiterhaufens überantwortet werden und nicht in die blutigen Hände und die verdorbenen Hirne der braunen Mordbande gelangen. Verbrennt die Werke des deutschen Geistes. Er selbst wird unauslöschlich sein, wie eure Schmach. Verschiedenstes zu kaufen gibt. Ich will im Ganzen keinem Menschen schaden. Ich und mein Mann, wir sind auch recht beliebt. Man lügt und man betrügt sich durch die Wochen. Am Sonntag reicht es dann zu Wein und Tun. Mit Ehrlichkeit hat unsere Epoche und mit Charakter ja nichts mehr zu tun. Es kräht kein Hahn danach, es kräht kein Hahn danach. Die Hühner lachen leis, es schert sich keine Katz, weil das doch jeder weiß. Wer's Pech hat, na, der hat's. Mein Mann betrügt mich oft, ich weiß das immer. Und ich betrüge ihn in mancher Nacht. Er mietet sich zu diesem Zweck ein Zimmer. Ich und mein Freund, wir haben's oft belacht. Dabei betrügt mich der mit meiner Jüngsten. Die lügt mich an, das lebenstüchtige Ding. Ja, ja, ich weiß, es war vergangene Pfingsten, dass sie zum ersten Male zu ihm ging. Es kräht kein Hahn danach, es kräht kein Hahn danach. Die Hühner lachen leis, es schert sich keine Katz, weil das doch jeder weiß. Wer's Pech hat, na, der hat's. Und gibt es Krieg, dann muss es ihn halt geben. Wozu denn sonst das Militär im Land? Die Industrie will schließlich weiterleben. Ich und mein Mann, wir haben's längst erkannt. Wenn wir daheim sind und am Radio hören, wie das so funkt und tut aus manchem Reich. Und andere Leute lassen sich nicht stören. Nur Österreich selbst war ein bisschen bleich. Es kräht kein Hahn danach, es kräht kein Hahn danach. Die Hühner lachen leis, es schert sich keine Katz, weil das doch jeder weiß. Wer's Pech hat, na, der hat's. Wenn wir's nicht hindern, sind wir schnell verloren. Der Vogel Strauß macht große Politik, den Kopf im Sand bis über beide Ohren. Zwitschert der Dumpf, ich bin nicht für den Krieg. Am Ende liegt die Welt in Schutt und Trümmern, die wir so listig, tüchtig aufgebaut. Das Giftgas schwebt in unseren eigenen Zimmern. Ich und mein Mann, wir geben keinen Laut. Nun krähen die Hähne all ums blutige Morgenrot. Die Hühner weinen leis, zu spät schert sich die Katz, die es ungründlich weiß. Wer's Pech hat, na, der hat's.
bolschewistischer Helfer! Kulturbolschewismus! Raus mit den Immigranten! Eidgenossen, erwacht! Politische Hetzbühne! Kulturbolschewismus! Jüdische Propaganda! Vergift am deutschen Kulturerfindens! Politische Hetzbühne! Jude, vereinte! Raus mit den Immigranten! Eidgenossen, erwacht! Jüdische Propaganda! Wir, der Landrat von der Roos, haben Folgendes bekannt zu geben. Die Tendenz des Kabaretts ist offensichtlich gegen die Verhältnisse im Dritten Reich gerichtet. Nun besitzt unser Kurort der Roos eine prozentual so starke, ansässige deutsche Kolonie wie keine andere Schweizer Gemeinde und ist außerdem stark von deutschem Klientel besucht. Der Landrat kann die Bedeutung der Pfeffermühle unmöglich so hoch einschätzen, dass es rechtfertigen würde, durch die Bewilligung von Gastspielen die Beziehungen innerhalb unserer Einwohnerschaft der Gemeinde Davos trüben zu lassen. Schließlich darf gesagt werden, dass Davos der Familie Thomas Mann keine besondere Dankespflicht schuldet, da dessen Zauberberg durch die darin enthaltene tendenziöse Schilderung des Kurlebens eher eine Schädigung des Kurorts zufolge gehabt hat. Wer die Masse kennt, wird links herum oder rechts herum Erfolg haben, wenn er Schwindel macht. Denn das Publikum fällt auf jeden Schwindel gern herein. Ganz aktuell, frech und möglichst dumm. Kitschig muss diese Sache sein, denn das Publikum, das große Publikum, fällt auf jeden Schwindel gern herein. Vom Drum und dran und drum will es überhaupt nicht unterrichtet sein. Denn das Publikum, das große Publikum, fällt auf jeden Schwindel gern herein. Applaudiert ihr mir? Und wenn ja, warum? Ich prüfe euch mit diesem Stein. Denn das Publikum, das große Publikum, will durchaus, durchaus beschwindelt sein. Völlig vereinsamt bin ich seit dem Tod meiner Frau am 17. Dezember vergangenen Jahres. Ich lebe nur noch halb in sich verdichtetem Dunkel. Meine Frau hat mich buchstäblich an die Hand genommen bei unserer Flucht durch die Pyrenäen. Später war sie mir ein Halt in dem schwierigen Leben des Exils. Es ist schwer zu ertragen, aber was es leichter macht, ist die Vergegenwärtigung der vergifteten Atmosphäre, die in Deutschland herrscht. Es macht es leichter, weil man in Wirklichkeit nichts verliert. Wo ich bin, ist Deutschland. Ich trage meine deutsche Kultur in mir. Ich habe Kontakt zu der Welt und sehe mich selber nicht als gefallenen Menschen. Der grausame Krieg nimmt mir allen Glauben, außer den an mich selbst. Ich sehe ein Ziel in der Kunst und lerne Menschen hassen. Aber wenn ich nicht mehr arbeiten kann, dann will ich auch nicht mehr leben. Ich
bin ein Deutscher aus Dresden und Sachsen. Mich lässt die Heimat nicht fort. Ich bin wie ein Baum, der in Deutschland gewachsen, wenn es sein muss, in Deutschland verdorben. Je älter ich werde, desto unsinniger kommt es mir vor, die persönlichen und künstlerischen Dinge sonderlich wichtig zu nehmen. Die Kunst hat es bis jetzt nicht geschafft, den Menschen Vernunft beizubringen oder sie halbwegs zivilisiert zu machen. Also bescheiden wir uns, nette Unterhalter zu sein. Die Kunst und das Wort sind herabgekommen zu netten Hobbys. Ich hab meine lieben Münchner gut kennengelernt. Alle. Mit Ausnahme der Eskimos haben mehr Interesse an mir als meine eigenen Leute. Aber man kann es einem Menschen nicht verübeln, wenn er kein Interesse mehr hat an seine eigenen Landsleute.